Der Auftrag an den Getreuen ist eindeutig. Der Meister befiehlt ihm, ein Attentat zu verüben, einen Anschlag, bei dem auch der Mörder sterben wird. Wein, mit Drogen versetzt, besiegelt den Auftrag. Berauscht erlebt der Auserwählte Tage wie im Paradies, als Vorgeschmack und Versprechen auf die Gefilde der Seligen, die auf ihn warten, wenn er die Tat vollbracht hat, so heißt es. Unter den Dolchen des Geheimen Bundes sterben Könige und Wesire. Schrecken und Faszination, Wahrheit und Legende. Kaum eine Gruppe war dem Wechselbad von Verleumdung und Bewunderung so ausgesetzt wie sie. Ein steiler Felsen im persischen Bergland. Vor 1000 Jahren Operationsbasis einer schlagkräftigen Organisation. Ihr Gründer Hasan Isabach, ein Freiheitskämpfer mit Visionen, so die einen. Ein eiskalter Terrorist, so die anderen. Gezielt sandte er seine Todesboten aus. Die Angst vor ihm reichte weiter als seine Dolche, bis nach Europa. Die Kreuzritter, die vom Ende des 11. Jahrhunderts an für die Befreiung der heiligen Stätten kämpften, trafen im heutigen Syrien auf die gefürchteten Männer. Von dort brachten die Europäer erste Gerüchte über die mysteriöse islamische Menschenbrut mit in die Heimat, so einer ihrer Chronisten wörtlich. Erzbischof Wilhelm von Tyros beschreibt die Gruppe in seiner Geschichte der Kreuzfahrerstaaten sachlicher. Es gibt ein Volk in Syrien, das 10 starke Burgen sein eigen nennt. Dieses Volk setzt seinen Führer selbst ein. Er wird der Alte genannt. Seine Gefolgsleute führen jeden Mordbefehl aus, ohne an die Folgen der Tat oder an Flucht zu denken. Denn wenn der Alte einen Fürsten aus dem Weg räumen will, schickt er seine Getreuen mit einem Dolch aus. Wir, wie auch die Sarazenen, nennen dieses Volk Assassinen. Aber die Herkunft des Namens kennen wir nicht. Den Grafen Heinrich aus der Champagne soll der Alte auf seiner Festung empfangen und mit einer besonderen Vorführung geschockt haben. Gehorsam bis in den Tod, lautete eines der ungeschriebenen Gesetze des Männerbundes. Nur eine von vielen Legenden, die Faszination und Entsetzen zugleich auslösten. Bald wurde die Treue der Assassinen zum sprichwörtlichen Motiv europäischer Minnesänger. Troubadoure beschworen ihre angebeteten Damen. Ihr habt mich mehr in eurer Gewalt als der Alte seiner Assassinen. So wie sie ihm standhaft dienen, so habe ich Amor gedient, in unverbrüchlicher Treue. Doch nicht als Boten der Liebe, sondern des Todes gingen die Assassinen in die Geschichte ein. Ein Mythos war geboren. Die Freuden des Paradieses als Belohnung für einen Mord. Das soll der Alte seinen Anhängern versprochen haben. Als Anreiz führte er ihnen die Gefilde der Seligen schon zu Lebzeiten vor Augen, berichten europäische Quellen. Setzte der Meister die jungen Männer zuvor unter Drogen? Machte er sie so für die gefährlichen Aufträge gefügig? Bisher pure Vermutung. Fest steht hingegen, die Assassinen gehörten zu den Ismailis, einer islamischen Glaubensgemeinschaft. Im Volksmund hießen sie auch Haschischin, die Haschischesser. Forscher glauben, daraus habe sich das Wort Assassinen abgeleitet. Die Kreuzfahrer haben den Begriff aufgeschnappt und dann in den verschiedenen Klangfarben europäischer Sprachen wiedergegeben, so wie Assassini, Assassini und Hessissini.
Die Varianten gelangten schließlich nach Europa als Bezeichnung für eine geheimnisvolle orientalische Sekte. Erst viel später erhielt der Begriff die Bedeutung, die er heute noch in einigen europäischen Sprachen hat. Professionelle Killer. Tatsächlich war Cannabis, die Hanfpflanze, aus der Haschisch gewonnen wird, im mittelalterlichen Orient bekannt. Ärzte und Pharmazeuten destillierten die Wirkstoffe verschiedener Drogen und verordneten sie vor allem gegen Depressionen und Verdauungsleiden. Für strenggläubige Muslime jedoch galten Haschischesser, die das Kraut zum Vergnügen nahmen, als moralisch verkommen. So wurde Haschischin zum Schimpfwort für Abtrünnige, soziale Außenseiter und für Anhänger von Sekten. Von all dem wussten die Kreuzritter nichts, als sie ihren Glaubenskrieg im Orient führten. Die Assassinen waren für sie Menschen, die einem üblen Laster frönten und durch spektakuläre Morde im ganzen Land von sich reden machten. Die Gerüchte ließen die Europäer ständig auf der Hut sein. Der Ursprung des Geheimbundes liegt weiter im Osten. Nähere Angaben liefert der Mönch Wilhelm von Rubruck. 1253 reist er im Auftrag des französischen Königs zum Großkhan der Mongolen. Am Hof empfängt ihn der Herrscher misstrauisch. Denn er hat gehört, Assassinen seien verkleidet in sein Land eingedrungen, um ihn zu töten. Wilhelm notiert, ihre Heimat sind die Berge der Mulihet, der Abtrünnigen. Das sind die Assassinen. Im Frühjahr 1090, gut 160 Jahre vor Erscheinen jenes Berichts, ist Hassan Isabach in geheimer Mission unterwegs in Persien. Nach längerem Aufenthalt in Ägypten zurückgekehrt in das Land seiner Väter. Der etwa 40-jährige Mann reist inkognito. Größere Städte muss er meiden und nur selten sucht er die Gesellschaft Fremder. An jenem Tag hat ihm ein Kundschafter einen Brief in die Karawanserei bei seinem Heimatort Rey gebracht. Keine gute Nachricht. Die Häscher des Sultans sind hinter ihm her. Der Regent sieht in Hassan einen gefährlichen Agitator und will ihn verhaften lassen. In der alten Hauptstadt, nahe dem heutigen Teheran, kann er sich also nicht blicken lassen. So beschließt er, 130 Kilometer weiter nach Nordwesten zu wandern, bis nach Kasvin. Dort liegt eine bekannte Pilgerstätte der Schiiten. Der heutige Bau stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde immer wieder renoviert. Im Inneren das Grabmal von Hossein. Der Sohn des achten Imam starb im Jahr 821, als er mit seinem Vater auf der Durchreise war. Die Menschen beten vor seinem Schrein und bitten um Erfüllung ihrer Wünsche. Hassan weiß, in Kasvin findet er Gleichgesinnte. Dennoch muss er vorsichtig handeln. Das war nicht immer so, denn einst gehörte er zum geachteten Establishment seines Landes. Wie die Mehrheit der Schiiten glaubte auch er an die 12 Imame, die direkt von Mohammed abstammen. Es kam mir nie in den Sinn, die Wahrheit woanders zu suchen, schrieb er. Doch dann wird er Ismaili und genießt eine Ausbildung als Theologe. Fortan gehört er zu der schiitischen Minderheit, die sich mit dem siebten Imam Ismail abspaltet und ständig verfolgt wird. Hassan muss also im Untergrund operieren. Nach Jahren in der Fremde will er in Persien neue Anhänger für die Sache der Ismailis gewinnen. Warum aber gilt die Gemeinschaft als abtrünnig? Die Gründe dafür liegen in der Geschichte des Islam. Als Mohammed im Jahr 632 sein irdisches Leben beendet, hat er keine klaren Instruktionen über einen Nachfolger hinterlassen. So wählten einflussreiche arabische Stämme, gemäß ihrer Traditionen, den Besten aus ihrem Kreis als Kalifen, als Stellvertreter des Propheten.
Doch bereits nach kurzer Zeit starben die drei ersten Amtsträger durch Mordanschläge. 656 folgte Ali, Mohammeds Vetter und Schwiegersohn. Als vierter Kalif residierte er in Kufa, im heutigen Irak. Nur 5 Jahre später brachten Meuterer auch ihn in der Moschee des Ortes um. Die Männer der Schia, der Partei Alis, hatten von Anbeginn behauptet, der Prophet selbst habe seinem Verwandten die Führungsrolle zugesprochen. Daher forderten sie, nur direkte Nachkommen Mohammeds dürften auch nach Alis Tod die Gläubigen führen. Der Konflikt spaltete den Islam in 2 große Lager, in Sunniten und Schiiten. Zunächst übernahm eine sunnitische Dynastie das Ruder. Doch Alis Sohn Hussein wollte das Kalifat um jeden Preis für die Schiiten zurückgewinnen. Sein Grab in Karbala, imposantes Mahnmal einer gescheiterten Vision. Denn die Sunniten metzelten Hussein in einer erbitterten Schlacht nieder, mit 70 seiner Getreuen. Von da an gehörte öffentlich gezeigte Trauer zur schiitischen Identität. Als schmerzlicher Ausdruck ihrer gnadenlosen Unterdrückung, als Zeichen des Mitleids für den Heldentod ihres gefallenen Anführers. Die Herrschaft der Sunniten anzuerkennen, verweigerten die Schiiten. Vielmehr ernannten sie ihre eigene religiöse Autorität, den Imam. Er legte den Koran aus und erließ Gesetze. Den 12. Imam erwartet die Mehrheit der Partei Alis als Erlöser der Welt. Mit dem 7. Amtsträger Ismail spaltete sich jedoch die Gruppe ab, die ihre Imame bis heute fortführt, die Ismailis. 969 gründen sie Kairo und eine neue Dynastie, die Fatimiden. Zum ersten Mal nach Ali gelingt es einem schiitischen Clan, politische und religiöse Macht an sich zu reißen und ein einflussreiches Kalifat zu errichten. Seine Imame verkünden die ismailische Lehre. Architektur, Wissenschaft und Kunst gelangen zu neuem Ruhm. Im 12. Jahrhundert aber gewinnen die Sunniten wieder die Oberhand. Die Ismailis gehen schweren Zeiten entgegen. In London erforschen Wissenschaftler die wechselvolle Geschichte der Glaubensgemeinschaft. In umfassenden Studien wollen sie ergründen, warum die Splittergruppe immer wieder geächtet wurde. Die Schiiten im Allgemeinen und die Ismailis im Besonderen sind oft gründlich missverstanden worden. Es wurde und wird vermutet, dass sie einer geheimen und aufwieglerischen Auffassung vom Islam anhängen. Das rührt daher, dass die Lehre des Koran, oder vielmehr ihre Auslegung, für die Ismailis eine vielschichtige Angelegenheit ist. Dass man den Koran nicht nur wörtlich interpretieren kann, oder besser gesagt, dass die wörtliche Botschaft des Koran nur eine Ebene der Offenbarung ist, es aber noch viele andere Ebenen gibt. In Persien verbreitet Hasan Nesabach die Lehre des Propheten, so wie die Ismailis sie seinerzeit auslegten. Als einer ihrer Dais, als geistlicher Führer, zieht er im Frühjahr 1090 durchs nördliche Bergland, von Ort zu Ort. Er missioniert Muslime zum Glauben an den von Gott geleiteten Imam, eine der Hauptsäulen ismailischer Tradition. Ebenso wie die mündliche Erklärung der einzelnen Suren. Hasan lässt nichts unversucht, die Einheimischen für seine Sache zu gewinnen. Bei den Menschen in den entlegenen Gebieten findet er aufmerksame Zuhörer. Seiner Überzeugungskraft kann sich kaum einer entziehen. Freiheitsliebend, zäh und kriegerisch. Die Dorfbewohner sind ein selbstbewusstes Völkchen. Seit jeher haben sich die Bauern gegen staatliche und religiöse Zwänge aufgelehnt. Schon früh pochten sie auf Unabhängigkeit. Kein Herrscher konnte sie jemals unterwerfen. Denn die schwer zugängliche Region präsentiert sich als ideales Versteck. Dort hält Hasan Ausschau nach einem geeigneten Hauptquartier für sich und seine Leute, einer Basis für den Kampf gegen die anderen Religionsparteien. Im Herzen des Elbos-Gebirges findet der Dai endlich das, wonach er gesucht hat. Vor seinen Augen erhebt sich der Felsen von Alamut, 2175 Meter hoch.
Al-Wamut, die Erkenntnis des Adlers. Den Namen erfand einst ein König, als sein dressierter Raubvogel auf dem Plateau landete. Der Herrscher erfasste sofort die strategisch günstige Lage des Massivs und ließ dort eine Festung errichten. Hassan schickt Gefolgsleute hinauf, um die Besatzung und den Kommandanten zu bekehren. Dann schlägt er ihm ein Geschäft vor. Verkaufe mir so viel von der Burg, wie auf ein Kuhfell passt. Zur Überraschung des Mannes schneidet einer von Hassans Gefährten das Fell in schmale Streifen und lässt daraus ein langes Band knüpfen. Damit wird die Außenmauer der Anlage vollständig umwickelt. Mit dem simplen Trick bringt der Ismaili das Bollwerk an sich. So zumindest erzählt es die Legende. Die Wahrheit ist, ein Wechsel über 3000 Golddinar regelt den Verkauf. Unterzeichnet von Hassan Isabach, bezahlt von einem Gönner. Schnell baut der schlaue Stratege in dem weiten Bergland eine verlässliche Infrastruktur auf. Dank einer ausgeklügelten Nachrichtenübermittlung können sich die Verbündeten mühelos miteinander verständigen, selbst über weite Distanzen. Von den unterschiedlichen Außenposten senden sie eine Art Morsecode per Lichtsignal. Vor allem in Zeiten der Gefahr ein nützliches Frühwarnsystem. 70 Burgen nennt der ismailische Freiheitskämpfer schon bald sein eigen. Erobert, erworben oder erschlichen. Hoch oben im Norden Persiens entsteht ein autarker Staat im Staat. Ein einzigartiges Netzwerk aus Gleichgesinnten. Gelenkt von einem religiösen Führer mit politischen Ambitionen. Sein Ziel, die Ismailis im Land auf eine Linie einzuschwören, ist endlich in greifbare Nähe gerückt. Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, in alle ismailische Gemeinden reicht der schützende Arm von Hassan Isabach. Seit kurzem steht der Felsen von Al-Wamut im Visier der Wissenschaft. Auf der sogenannten Unterburg gräbt ein Archäologenteam aus Teheran. Im Schatten des Plateaus lagen einst Werkstätten und Wirtschaftsräume der Anlage. Unter der Leitung von Dr. Hamide Shobak die erste staatlich unterstützte Erforschung des geschichtsträchtigen Ortes. Die Ausgräber haben Gefäße aus Bronze, schwere Zierbeschläge, massive Ketten aus Eisen und jede Menge Münzen entdeckt. Die Geldstücke tragen den Prägestempel von Al-Wamut. Wichtiges Indiz für die Existenz eines autonomen Staates zur Zeit Hassans. Bereits freigeschaufelt, der damalige Zugang zur Oberburg auf dem Felsrücken. Die Funde, die wir bisher gemacht haben, sind äußerst wichtig für uns. Darunter gibt es sehr viele Münzen sowie Bruchstücke von Ziegelsteinen und Kacheln. Sie stammen aus der Zeit der Seldschuken und von Hassan Isabach. Alles deutet auf eine prachtvolle Architektur hin, die eines bedeutenden religiösen Führers würdig war. Der Rest der Bevölkerung hingegen wohnte in bescheidenen Verhältnissen. Nur wenige der Mauern auf dem Gipfel haben die Zerstörung durch die Mongolen überdauert. Tief im Gestein liegt der Hauptteil der Ruinen, Überreste von Räumen. Die Felswände außen verkleideten die Architekten Hassans geschickt mit einem Backsteinmantel. In jenen Tagen muss die Trutzburg einen atemberaubenden Anblick geboten haben. Hoch oben lebten nur etwa 200 Männer. Die Bauern im Tal sorgten aus freien Stücken für die tägliche Verpflegung der Gipfelbewohner. Am Ende der fruchtbaren Ebene, etwa 34 Kilometer von Al-Wamut entfernt, besaßen Hassans Leute einen weiteren Kontrollpunkt. Wie die Hauptburg, hochgelegen und uneinnehmbar. Die Festung Lamassar. Die britische Reisende Freya Stark zeichnete 1931 einen Plan der Anlage.
Das Bollwerk leistete den Mongolen im 13. Jahrhundert erbitterten Widerstand, konnte sie aber letztlich nicht aufhalten. Die Archäologen aus Teheran wollen die Ruinen demnächst gründlich untersuchen. Auch die anderen Burgen aus Hassans Zeit sollen wissenschaftlich dokumentiert werden. In zahlreichen Kanälen leiteten die Bewohner Quellwasser aus den Bergen hinter die dicken Mauern. Als Sammelbecken für das kostbare Nass dienten große Zisternen, Vorratshaltung im Fall einer Belagerung. 16 Auffangbecken haben die Ausgräber bisher notiert. Gewöhnlich jedoch holten die Männer die tägliche Ration über handbetriebene Aufzüge direkt aus dem nahen Fluss. Von Alamut aus steuert Hassan Esabar erfolgreich die Geschicke der Gemeinschaft, inspiriert durch das tägliche Studium des Koran und weiterer philosophischer Schriften. Berühmt wurde seine umfangreiche Bibliothek, die er in dem weitläufigen Gemäuer einrichtete. In der stillen Abgeschiedenheit arbeitet er an der Umsetzung eines idealen Staates. Eines Staates, der frei ist von Unterdrückung durch die Seldschuken und Sunniten. Im fernen Samarra, nördlich von Bagdad, beeindruckt noch heute die Moschee der sunnitischen Kalifen aus der Abbasiden-Dynastie. Jenes Clans, der in den Augen Hassans für den Verfall des rechten Islam verantwortlich zeichnet und seine Gemeinschaft mit allen Mitteln zerschlagen will. Die Machthaber frönen in ihren prächtigen Palästen dem Luxus. Vetternwirtschaft und Korruption sind an der Tagesordnung. Am Regierungssitz Bagdad haben sie bedeutende Religionsschulen etabliert. In den heiligen Hallen lehrten weise Männer Theologie und Rechtskunde, nach den Vorgaben der herrschenden Partei. Dort entfaltete sich auch das sunnitische Dogma, in dem Schiiten, besonders aber Ismailis, als Abtrünnige und Feinde des Islam dargestellt wurden. Millionen Bände füllten die riesigen Bibliotheken der Hauptstadt. Bücher über mathematische Fragen, literarische Werke aus unterschiedlichen Jahrhunderten und medizinische Abhandlungen gehörten zum festen Bestand der Ausbildungsstätten. Bagdad avancierte zum glanzvollen Zentrum der Wissenschaft. Auch wenn der Kalif offiziell an der Spitze des Reiches stand, war er kaum mehr als eine willfährige Marionette in den Händen der Seldschuken, seiner engen Verbündeten. Das Turkvolk hatte um 1000 die Religion Mohammeds angenommen und innerhalb weniger Jahrzehnte weite Teile Persiens und Mesopotamiens besetzt. Nach und nach gewannen die Fremden an politischem und militärischem Einfluss. Als selbsternannte Beschützer des Kalifen machten sie sich unentbehrlich. Ihrem Anführer, dem Sultan, entgeht nicht, was sich unter Hassans Regie zusammenbraut. Schon bald rückt das Heer vor bis nach Alamut, um das Widerstandsnest auszuräuchern. Trotz Übermacht müssen die Belagerer erfolglos abziehen. Eine bittere Niederlage. Hassan sinnt auf Rache. Er weiß, wer hinter der Aktion steckt. Sein Erzfeind, der Wesir des Sultans. Am Abend versammelt der Dai seine Getreuen um sich, die Fidai. Junge Männer, die ihm blind gehorchen, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu opfern. Die Entscheidung ist gefallen. Der Auserwählte weiß, welches Schicksal ihn erwartet, welche Aufgabe der Meister ihm auferlegt. Tod dem Wesir, lautet der Auftrag. Hassans erstes Attentat im Namen der Religion. Am Morgen des 16. Oktober 1092. In einem kleinen Ort in Persien wartet der Todesbote aus Alamut auf seine Chance, verkleidet als Bettler. Der 80-jährige Nizam al-Mulk ahnt nichts von der Gefahr. Der hohe Staatsdiener kommt gerade von einer wichtigen Unterredung. Ein berühmter Mann, der sich Zeit seines Lebens um das Land verdient gemacht hat. Ungehindert nähert sich der Unbekannte, unter dem Vorwand, dem Wesir eine Bittschrift auszuhändigen.
auf den ersten Blick ein unverdächtiges Gesuch. Mit den Worten, im Namen Allahs, nimm den Gruß von Hassan Habach, ist die Tat vollbracht. Der Mord macht den Anführer der Ismailis mit einem Schlag berühmt und gefürchtet. Angeblich eingemeißelt in eine Ehrentafel die Namen von Täter und Opfer. Hunderte sollen es geworden sein, nachweisen lässt sich jedoch nicht einmal ein Zehntel. Eines muss wirklich klar herausgestellt werden. Für die Verteidigung der eigenen Religion zu sterben, ist mit Sicherheit eine edle und gerechte Sache. Aber dafür zu töten, nein. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Reaktion auf Gewalt, um sich selbst zu verteidigen, und dem Töten im Namen des Glaubens. Im südlich gelegenen Isfahan lebte damals eine große ismailische Gemeinde. Vor allem die unteren Schichten, wie Handwerker und Tagelöhner, fühlten sich in der Gemeinschaft geborgen. Denn die Dais halfen in allen Lebenslagen und setzten sich für die Belange der Gläubigen ein. Immer wieder kommt es zu Pogromen, zu Übergriffen durch die Soldaten des Sultans. Die Splittergruppe, verfolgt wegen ihrer rebellischen Haltung gegenüber der Regierung und ihrer eigenwilligen Auslegung des Koran. In jener Zeit gehen viele Schriften in Flammen auf. Ein unwiederbringlicher Verlust. Die Antwort auf die brutalen Aktionen kommt aus Alamut. Das Vorgehen folgt stets dem gleichen Muster. Hassan sendet einen Fidai aus, auf eine Reise ohne Wiederkehr. Am Zielort angekommen, muss sich der Freiwillige zunächst unbemerkt unter das Volk mischen. Oft dauert es Monate, bis er den Auftrag ausführen kann, der stets lautet, die Ermordung einer Schlüsselfigur der Gegenseite. Hassans Männer sind gut ausgebildet, kennen jeden Trick. Nicht selten nimmt der Attentäter eine neue Identität an. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Unter den ahnungslosen Zeitgenossen lebt er als Schläfer, unauffällig in der fremden Umgebung, fixiert auf den entscheidenden Augenblick. Ein beliebter Tatort jener Tage waren die religiösen Zentren, insbesondere während des Freitagsgebets. Historisch verbürgt das Attentat in der Jami-Moschee von Isfahan. Im Jahr 1101 trifft es dort den obersten Mufti der Stadt. Der Angreifer setzt den Dolchstoß immer von vorne und nennt dabei den Auftraggeber Hassan Habach. Dass der Herr von Alamut junge Männer gezwungen habe, in seinem Namen zu morden, gehört ins Reich der Legende. Ebenso wie die Mär, dass er wahllos zuschlug. Zivilisten standen nie auf der Todesliste, sondern ausschließlich politisch Verantwortliche. Aber Hassan machte den Fidai glaubhaft, die Hoffnung auf eine gerechtere Welt heiligt die Mittel. Danach handelten sie. Weniger wissen Forscher über das tägliche Leben in der Burg. Gesichert ist, es gab strikte Regeln. Mit Nachsicht und Milde konnte keiner rechnen. Er war streng, egal ob er es mit Freund oder Feind zu tun hatte. Wir wissen, dass er sogar seinen eigenen Sohn hinrichten ließ, nur weil der Junge Wein getrunken haben soll. Er war hart, asketisch und ein erstklassiger Verwalter. Ein echtes Organisationstalent. Und ein exzellenter Wissenschaftler. Ein gebildeter Mann, der sich in allen Bereichen auskannte, selbst in der Astronomie. Für die Beobachtung der Gestirne verlässt er sogar zweimal seine Klause. Es sollten die beiden einzigen Ausflüge bleiben in den 34 Jahren seiner Herrschaft auf Alamut. So zumindest die Überlieferung. Die meiste Zeit aber verbringt der Einzelgänger in seinen Studier- und Experimentierstuben, abgeschlossen von der Außenwelt. Erzählungen zufolge widmet er sich der Herstellung von Naturmedizin
und probiert verschiedene Rezepturen aus. Sicherlich auch von Pflanzen mit berauschender Wirkung, von Drogen, die er seinen Getreuen angeblich regelmäßig verabreichte. Ein Gerücht, das eng mit ihm und seiner Organisation verknüpft ist, das sich über Jahrhunderte hartnäckig hielt und in Europa für Aufruhr sorgte. Hassani Sabbah verfolgte zielstrebig seine politische Vision. Um gegen die herrschende Partei erfolgreich anzukämpfen, braucht er ein weit verzweigtes Netz aus Verbündeten, auch jenseits der Grenzen. 1102 schickt er Emissäre ins ferne Syrien, um dort eine weitere Machtbasis zu etablieren. Denn seit alters her gibt es auch dort eine ismailische Gemeinschaft. Zunächst reisen die Abgesandten nach Aleppo im Norden des Landes. Hoch über der Stadt ragt die Zitadelle in den Himmel. Hinter ihren Mauern residiert der mächtige Emir Ridwan. Er herrscht über die bedeutende Handelsmetropole und das nahe Umland. Syrien steckt in der Krise. Das Reich zerfallen in kleine Stadtstaaten. Die Fehden zwischen den Stammesfürsten finden kein Ende. Blutige Kleinkriege sind keine Seltenheit. Hassans Männer bieten sich Ridwan als Bündnispartner an und helfen, seine Rivalen zu beseitigen. Die Zweckgemeinschaft, für den Emir ein Vorteil, der seine Macht stärkt. Im Gegenzug erlaubt er den ismailischen Einwanderern in Aleppo Propaganda zu betreiben. Auch für Syrien lautet ihre Devise, Festungen in Besitz zu nehmen und die Bevölkerung gezielt zu missionieren. Die wilde Berglandschaft im Norden scheint für den Zweck geradezu ideal. Doch es sollte 3 Jahrzehnte dauern, bis die Ismailis Fuß fassen. Erst um 1132 können sie eine Burg kaufen. Kadmus, erstanden von einem muslimischen Großgrundbesitzer. Weitere Folgen. Die Strategie, die sich schon in Persien bewährt hat, greift auch in Syrien. Eindringen, verschanzen, angreifen. An wichtigen Punkten stationieren die Assassinen, wie sie im Land heißen, mannstarke Kommandoeinheiten. Den größten Coup landen sie nahe der Kreuzritterfestung Krak de Chevalier in Masyaf. Das gewaltige Bauwerk, heute inmitten der Stadt, entreißen die Fremden einem reichen Gouverneur. Sie vertreiben den mächtigen Mann und machen das Gemäuer zum Hauptquartier des Geheimbundes. Masyafs berühmtester Bewohner wurde Sinan Rashid al-Din. Als der Alte vom Berge ging er in die europäischen Quellen ein. Um 1164 übernimmt er als Führer der Assassinen das Ruder. 30 Jahre lang leitet er erfolgreich die Geschicke der Ismailis in Syrien. Um seine Person ranken sich Legenden, die wesentlich zum schlechten Ruf der Gemeinschaft beitrugen. So soll er seine Leute zu unberechenbaren Killern trainiert haben. Auch forderte er die jungen Männer angeblich auf, bestimmte Regeln des Koran zu ignorieren. Der Überlieferung nach kannte der Terror unter seiner Ägide keine Grenzen. Unter den Mächtigen geht Angst um. Keiner weiß, wann und wo Sinan das nächste Mal zuschlagen lässt. Seine Attentäter dringen sogar bis in die Schlafgemächer vor. Die Schattenfiguren kommen auf leisen Sohlen. Nicht immer bringen sie den Tod. Manchmal nur ein warmes Brot oder einen Dolch. Neben das Kopfkissen gelegt, eine letzte Warnung. Und die Gewissheit, es gibt kein Entrinnen, wenn es der Alte vom Berge so will. Der Krak de Chevalier, ganz in der Nähe von Masyaf. Die riesige Burg, fast 2 Jahrhunderte lang unbesiegte Residenz der Kreuzritter. Mit den Schwertbrüdern aus Europa machen die Ismailis zeitweise gemeinsame Sache, und zwar im Kampf gegen die sunnitischen Fürsten. Einerseits tauschen sie als Partner geheime Informationen aus und gehen den einen oder anderen Handel ein. Andererseits müssen die Assassinen den christlichen Kriegern hin und wieder Tribut zahlen, eine Art Schutzgeld. Zu besonders vertraulichen Gesprächen kommt Sinan manchmal sogar höchstpersönlich. Der syrische Dai hat schon früh die Vorteile der Zweckverbindung erkannt.
Die Taktik, mit dem Auslöschen einer Schlüsselfigur den Feind lahmzulegen, hätte bei den Kreuzrittern nicht gefruchtet. Die Position des Ermordeten wäre sofort neu besetzt worden. So trafen Sinans Dolche höchstens 5 Männer aus Europa. Trotzdem waren es ausgerechnet die Christen im Orient, die den Assassinen Hunderte von Morden in die Schuhe schoben. Und das, obwohl sie selbst in jeder Schlacht Tausende von Menschenleben im Namen der Religion opferten. Die Furcht vor den Assassinen ließ sogar den sagenumwobenen Saladin erschauern. Der Sultan war gekommen, um die europäischen Krieger aus dem Land zu drängen. Während des Kampfes um Aleppo schickt Sinan seine Fidai aus. Doch der Anschlag misslingt. Im Handgemengen kommen die Attentäter um, wie fast immer. Als Vergeltung belagert Saladin die Festung Masyaf, muss aber unverrichteter Dinge wieder abziehen. Es dauerte noch bis 1273, bis der Stern des Geheimbundes in Syrien endgültig verlosch. Gegen Einfluss und Übermacht der Kalifen und ihrer Armeen hatte er letztlich keine Chance. Die ismailische Gemeinschaft blieb schutzlos zurück. Auch Alamut im fernen Persien war dem Untergang geweiht. Dort besiegelten 1256 die Mongolen das Schicksal der berüchtigten Organisation. Wie ein Orkan stürmten die Reiterhorden aus dem Osten durch das Land. Die Festungen der Ismailis leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 3 Jahren konnten die Soldaten des Khan den Hauptsitz hoch oben in den Bergen einnehmen. Ihre Zerstörungswut in jener Zeit ohne Beispiel. Ein gigantisches Feuer vernichtete weite Teile der Anlage bis auf die Grundmauern. Die wertvolle Bibliothek brannte lichterloh. Das Lebenswerk von Hasan Isrbach in Schutt und Asche. Mit Ausnahme einiger weniger Bücher. Gerettet von Juveini, dem Sekretär des mongolischen Eroberers. Der Sunnit erhielt die Erlaubnis, eine Auswahl der gesammelten Schriften mitzunehmen. Darunter auch Hassans Autobiografie. In der Bibliothek von Alamut fand Juveini sehr wichtige Quellen über das Leben der Gemeinschaft. Auf dieser Grundlage verfasste er seine Geschichte der Ismailis. Sie steht im Anhang seiner bekannten Chronik über die Eroberungen der Mongolen. Juvenis negative Schilderungen über Hasan Isrbach prägten mehr als 800 Jahre lang das Bild der Ismailis im Orient. In Europa festigte der weltreisende Marco Polo den Eindruck vom verruchten Leben der Assassinen. Die Miniaturen aus seinem Reisebericht »Das Buch der Wunder« zeigen den Paradiesgarten des Alten vom Berge in schillernden Farben. Er schreibt, der Meister versetzt seine Fidai mit einem berauschenden Trank in Schlaf. In einem exotischen Garten wachen sie wieder auf, um dort, umgeben von schönen Mädchen, das Leben für einige Tage in vollen Zügen zu genießen. Doch keine wissenschaftlich fundierte Quelle noch andere Hinterlassenschaften belegen die Existenz derartiger Lustgärten, weder in Syrien noch in Persien. Auch fehlen in der arabischen Literatur Hinweise auf die Einnahme von Drogen durch Mitglieder des Geheimbundes. Marco Polo hat wohl mehr als alle anderen dazu beigetragen, dass die Legenden über die Assassinen in Europa in Umlauf gerieten. Das, was wir inzwischen als reine Fiktion entlarvt haben, wurde damals für bare Münze genommen. Als genaue Beschreibung der geheimen Lehren und Praktiken dieser Gemeinschaft. Erst im frühen 20. Jahrhundert tauchten in Indien erste Originalhandschriften der Ismailis auf. Für die Fachwelt ein Glücksfall. Heute sind wir zum ersten Mal in der Lage, alles systematisch zusammenzutragen, was an Zeugnissen über die Ismailis existiert. In Arabisch, Persisch oder anderen Sprachen. Wir kümmern uns um die wissenschaftliche Auswertung des Materials. So wird die Geschichte der Ismailis anhand authentischer Quellen erzählt. Bestimmt können wir so das verzerrte Image der Vergangenheit verbessern.
Mitten in London steht eines der Zentren der ismailischen Gemeinden in Europa. Symbol für den Fortschrittsgedanken der Gemeinschaft. Treffpunkt der Gläubigen, um ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft zu begegnen. Über allem wacht das Oberhaupt, der Aga Khan, der 49. Imam. 15 Millionen Ismailis weltweit stehen unter der Obhut des direkten Nachfahren Mohammeds, verteilt auf fast alle Kontinente. Im Oktober 1957 trat der 20-jährige Prinz in Amt und Würden. Die Interessen seiner Schutzbefohlenen wahrt der Harvard-Absolvent in islamischer Geschichte seither mit Erfolg, sei es in Wirtschaft, Religion, Kunst oder Wissenschaft. Ob mit prominenten Persönlichkeiten wie Nelson Mandela oder im Arbeitsgespräch mit unbekannten Architekten, seine Hoheit setzt sich für zahlreiche Projekte ein, rund um den Globus. Die Verleihung von ihm gestifteter Preise gehört ebenso zum Alltag des umtriebigen Weltbürgers wie die Eröffnung einer Schule im fernen Kirgisistan. Er finanzierte den Bau und garantiert die Unterhaltskosten. Auch Studenten kommen in den Genuss von Fördermitteln. Denn Ausbildung, Kultur und Entwicklungshilfe stehen ganz oben auf dem Programm des Aga Khan Network Development. Masyaf, die alte Hochburg der Assassinen, Erbe und Bürde zugleich. Der Ort steht für ein wichtiges Kapitel ismailischer Geschichte. Für eine Zeit, als die Gläubigen in einem eigenen Staat vereint waren. Seit seinem Untergang haben sie keine Heimat mehr. Zugleich hat der mittelalterliche Geheimbund ein düsteres Bild hinterlassen, das bis heute nachwirkt. In den vergangenen 2-3 Jahren, seit wir täglich Bilder von gewalttätigen Islamisten zu sehen bekommen, suchen Journalisten und einige zweifelhafte Wissenschaftler nach historischen Parallelen. Es werden Verbindungen zwischen dem Verhalten dieser Extremisten und den Ismailis in der Vergangenheit hergestellt. Und man könnte sagen, dass so der Mythos vom Orden der Assassinen und ihrer Organisation wieder lebendig wurde. Der Meuchelmord ist keine Erfindung der Assassinen. Doch niemand hat ihn als spezielle Art der Kriegsführung so systematisch und langfristig eingesetzt wie Hassan Nisabach und seine Nachfolger. Die Gesamtzahl der Opfer, die auf das Konto des Geheimbundes gehen, ist verschwindend gering im Vergleich zu den Massen, die sonst in einer einzigen Schlacht starten. Kriege und Attentate scheuten auch andere Gruppen nicht, weder islamische noch christliche. Die Todesboten aus Alamut griffen nie den kleinen Mann an, sondern verantwortliche Würdenträger. Das Gehirn, nicht der Arm des Feindes, war ihr Ziel. Das ist die eine Wahrheit. Doch es gibt noch eine andere, an die mit Sicherheit die meisten Muslime glauben. Mord und Selbstmord haben keinen Platz in Recht, Tradition und Alltag des Islam. Das gilt für damals genauso wie für heute. Sind auf Rache. Er weiß, wer hinter der Aktion steckt. Sein Erzfeind, der Wesir des Sultans. Am Abend versammelt der Dai seine Getreuen um sich, die Fidai. Junge Männer, die ihm blind gehorchen, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu opfern. Die Entscheidung ist gefallen. Der Auserwählte weiß, welches Schicksal ihn erwartet, welche Aufgabe der Meister ihm auferlegt. Tod dem Wesir, lautet der Auftrag. Hassans erstes Attentat im Namen der Religion.
Am Morgen des 16. Oktober 1092. In einem kleinen Ort in Persien wartet der Todesbote aus Alamut auf seine Chance, verkleidet als Bettler. Der 80-jährige Nizam al-Mulk ahnt nichts von der Gefahr. Der hohe Staatsdiener kommt gerade von einer wichtigen Unterredung. Ein berühmter Mann, der sich Zeit seines Lebens um das Land verdient gemacht hat. Ungehindert nähert sich der Unbekannte, unter dem Vorwand, dem Wesir eine Bittschrift auszuhändigen. Auf den ersten Blick ein unverdächtiges Gesuch. Mit den Worten, im Namen Allahs, nimm den Gruß von Hassan al-Sabbah, ist die Tat vollbracht. Der Mord macht den Anführer der Ismailis mit einem Schlag berühmt und gefürchtet. Angeblich eingemeißelt in eine Ehrentafel die Namen von Täter und Opfer. Hunderte sollen es geworden sein, nachweisen lässt sich jedoch nicht einmal ein Zehntel. Eines muss wirklich klar herausgestellt werden. Für die Verteidigung der eigenen Religion zu sterben, ist mit Sicherheit eine edle und gerechte Sache. Aber dafür zu töten, nein. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Reaktion auf Gewalt, um sich selbst zu verteidigen, und dem Töten im Namen des Glaubens. Im südlich gelegenen Isfahan lebte damals eine große ismailische Gemeinde. Vor allem die unteren Schichten, wie Handwerker und Tagelöhner, fühlten sich in der Gemeinschaft geborgen. Denn die Dais halfen in allen Lebenslagen und setzten sich für die Belange der Gläubigen ein. Immer wieder kommt es zu Pogromen, zu Übergriffen durch die Soldaten des Sultans. Die Splittergruppe, verfolgt wegen ihrer rebellischen Halbhirten. Die Assassinen waren für sie Menschen, die einem üblen Laster frönten und durch spektakuläre Morde im ganzen Land von sich reden machten. Die Gerüchte ließen die Europäer ständig auf der Hut sein. Der Ursprung des Geheimbundes liegt weiter im Osten. Nähere Angaben liefert der Mönch Wilhelm von Rubruck. 1253 reist er im Auftrag des französischen Königs zum Großkhan der Mongolen. Am Hof empfängt ihn der Herrscher misstrauisch. Denn er hat gehört, Assassinen seien verkleidet in sein Land eingedrungen, um ihn zu töten. Wilhelm notiert, ihre Heimat sind die Berge der Mulihet, der Abtrünnigen. Das sind die Assassinen. Im Frühjahr 1090, gut 160 Jahre vor Erscheinen jenes Berichts, ist Hassan al-Sabbah in geheimer Mission unterwegs in Persien. Nach längerem Aufenthalt in Ägypten zurückgekehrt in das Land seiner Väter. Der etwa 40-jährige Mann reist inkognito. Größere Städte muss er meiden und nur selten sucht er die Gesellschaft Fremder. An jenem Tag hat ihm ein Kundschafter einen Brief in die Karawanserei bei seinem Heimatort Rey gebracht. Keine gute Nachricht. Die Häscher des Sultans sind hinter ihm her. Der Regent sieht in Hassan einen gefährlichen Agitator und will ihn verhaften lassen. In der alten Hauptstadt, nahe dem heutigen Teheran, kann er sich also nicht blicken lassen. So beschließt er, 130 Kilometer weiter nach Nordwesten zu wandern, bis nach Kasvin. Dort liegt eine bekannte Pilgerstätte der Schiiten. Der heutige Bau stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde immer wieder renoviert. Im Inneren das Grabmal von Hossein. Der Sohn des 8. Imam starb im Jahr 821, als er mit seinem Vater auf der Durchreise war. Die Menschen beten vor seinem Schrein und bitten um Erfüllung ihrer Wünsche. Hassan weiß, in Kasvin findet er Gleichgesinnte. Dennoch muss er vorsichtig handeln. Das war nicht immer so, denn einst gehörte er zum geachteten Establishment seines Landes. Wie die Mehrheit der Schiiten glaubte auch er an die 12 Imame, die direkt von Mohammed abstammen.
Es kam mir nie in den Sinn, die Wahrheit woanders zu suchen, schrieb er. Doch dann wird er Ismaili und genießt eine Ausbildung als Theologe. Fortan gehört er zu der schiitischen Minderheit. Syrien steckt in der Krise. Das Reich zerfallen in kleine Stadtstaaten. Die Fehden zwischen den Stammesfürsten finden kein Ende. Blutige Kleinkriege sind keine Seltenheit. Hassans Männer bieten sich Ridwan als Bündnispartner an und helfen, seine Rivalen zu beseitigen. Die Zweckgemeinschaft für den Emir ein Vorteil, der seine Macht stärkt. Im Gegenzug erlaubt er den ismailischen Einwanderern in Aleppo Propaganda zu betreiben. Auch für Syrien lautet ihre Devise, Festungen in Besitz zu nehmen und die Bevölkerung gezielt zu missionieren. Die wilde Berglandschaft im Norden scheint für den Zweck geradezu ideal. Doch es sollte 3 Jahrzehnte dauern, bis die Ismailis Fuß fassen. Erst um 1132 können sie eine Burg kaufen. Kadmus, erstanden von einem muslimischen Großgrundbesitzer. Weitere Folgen. Die Strategie, die sich schon in Persien bewährt hat, greift auch in Syrien. Eindringen, verschanzen, angreifen. An wichtigen Punkten stationieren die Assassinen, wie sie im Land heißen, mannstarke Kommandoeinheiten. Den größten Coup landen sie nahe der Kreuzritterfestung Krak de Chevalier in Masyaf. Das gewaltige Bauwerk, heute inmitten der Stadt, entreißen die Fremden einem reichen Gouverneur. Sie vertreiben den mächtigen Mann und machen das Gemäuer zum Hauptquartier des Geheimbundes. Masyafs berühmtester Bewohner wurde Sinan Rashid al-Din. Als der Alte vom Berge ging er in die europäischen Quellen ein. Um 1164 übernimmt er als Führer der Assassinen das Ruder. 30 Jahre lang leitet er erfolgreich die Geschicke der Ismailis in Syrien. Um seine Person ranken sich Legenden, die wesentlich zum schlechten Ruf der Gemeinschaft beitrugen. So soll er seine Leute zu unberechenbaren Killern trainiert haben. Auch forderte er die jungen Männer angeblich auf, bestimmte Regeln des Koran zu ignorieren. Der Überlieferung nach kannte der Terror unter seiner Ägide keine Grenzen. Unter den Mächtigen geht Angst um. Keiner weiß, wann und wo Sinan das nächste Mal zuschlagen lässt. Seine Attentäter dringen sogar bis in die Schlafgemächer vor. Die Schattenfiguren kommen auf leisen Sohlen. Nicht immer bringen sie den Tod. Manchmal nur ein warmes Brot oder einen Dolch. Neben das Kopfkissen gelegt, eine letzte Warnung. Und die Gewissheit, es gibt kein Entrinnen, wenn es der Alte vom Berge so will. Ihr habt mich mehr in eurer Gewalt als der Alte seiner Assassinen. So wie sie ihm standhaft dienen, so habe ich Amor gedient, in unverbrüchlicher Treue. Doch nicht als Boten der Liebe, sondern des Todes gingen die Assassinen in die Geschichte ein. Ein Mythos war geboren. Die Freuden des Paradieses als Belohnung für einen Mord. Das soll der Alte seinen Anhängern versprochen haben. Als Anreiz führte er ihnen die Gefilde der Seligen schon zu Lebzeiten vor Augen, berichten europäische Quellen. Setzte der Meister die jungen Männer zuvor unter Drogen? Machte er sie so für die gefährlichen Aufträge gefügig? Bisher pure Vermutung. Fest steht hingegen, die Assassinen gehörten zu den Ismailis, einer islamischen Glaubensgemeinschaft. Im Volksmund hießen sie auch Haschischin, die Haschischesser. Forscher glauben, daraus habe sich das Wort Assassinen abgeleitet. Die Kreuzfahrer haben den Begriff aufgeschnappt und dann in den verschiedenen Klangfarben europäischer Sprachen wiedergegeben, so wie Assassini, Assassini und Hessissini. Die Varianten gelangten schließlich nach Europa. Als Bezeichnung für eine geheimnisvolle orientalische Sekte. Erst viel später erhielt der Begriff die Bedeutung
die er heute noch in einigen europäischen Sprachen hat. Professionelle Killer. Tatsächlich war Cannabis, die Hanfpflanze, aus der Haschisch gewonnen wird, im mittelalterlichen Orient bekannt. Ärzte und Pharmazeuten destillierten die Wirkstoffe verschiedener Drogen und verordneten sie vor allem gegen Depressionen und Verdauungsleiden. Für strenggläubige Muslime jedoch galten Haschischesser, die das Kraut zum Vergnügen nahmen, als moralisch verkommen. So wurde Haschischin zum Schimpfwort für Abtrünnige, soziale Außenseiter und für Anhänger von Sekten. Von all dem wussten die Kreuzritter nichts, als sie ihren Glaubenskrieg im Orient führten. Die Assassinen waren für sie Menschen, die einem üblen Laster frönten und durch spektakuläre Morde im ganzen Land von sich reden machten. Die Gerüchte ließen die Europäer ständig auf der Hut sein. Der Ursprung des Geheimbundes liegt weiter im Osten. Nähere Angaben liefert der Mönch Wilhelm von Rubruck. 1253 reist er im Auftrag des Französischen. Ihre Zerstörungswut in jener Zeit ohne Beispiel. Ein gigantisches Feuer vernichtete weite Teile der Anlage bis auf die Grundmauern. Die wertvolle Bibliothek brannte lichterloh. Das Lebenswerk von Hassan Isserbach in Schutt und Asche. Mit Ausnahme einiger weniger Bücher. Gerettet von Juveini, dem Sekretär des mongolischen Eroberers. Der Sunnit erhielt die Erlaubnis, eine Auswahl der gesammelten Schriften mitzunehmen. Darunter auch Hassans Autobiografie. In der Bibliothek von Alamut fand Juveini sehr wichtige Quellen über das Leben der Gemeinschaft. Auf dieser Grundlage verfasste er seine Geschichte der Ismailis. Sie steht im Anhang seiner bekannten Chronik über die Eroberungen der Mongolen. Juvenis negative Schilderungen über Hassan Isserbach prägten mehr als 800 Jahre lang das Bild der Ismailis im Orient. In Europa festigte der weltreisende Marco Polo den Eindruck vom verruchten Leben der Assassinen. Die Miniaturen aus seinem Reisebericht »Das Buch der Wunder« zeigen den Paradiesgarten des Alten vom Berge in schillernden Farben. Er schreibt, der Meister versetzt seine Fidai mit einem berauschenden Trank in Schlaf. In einem exotischen Garten wachen sie wieder auf, um dort, umgeben von schönen Mädchen, das Leben für einige Tage in vollen Zügen zu genießen. Doch keine wissenschaftlich fundierte Quelle noch andere Hinterlassenschaften belegen die Existenz derartiger Lustgärten, weder in Syrien noch in Persien. Auch fehlen in der arabischen Literatur Hinweise auf die Einnahme von Drogen durch Mitglieder des Geheimbundes. Marco Polo hat wohl mehr als alle anderen dazu beigetragen, dass die Legenden über die Assassinen in Europa in Umlauf gerieten. Das, was wir inzwischen als reine Fiktion entlarvt haben, wurde damals für bare Münze genommen. Als genaue Beschreibung der geheimen Lehren und Praktiken dieser Gemeinschaft. Erst im frühen 20. Jahrhundert tauchten in Indien erste Originalhandschriften der Ismailis auf. Für die Fachwelt ein Glücksfall. Heute sind wir zum ersten Mal in der Lage, alles systematisch zusammenzutragen, was an Zeugnissen über die Ismailis existiert. In Arabisch, Persisch oder anderen Sprachen. Wir kümmern uns um die wissenschaftliche Auswertung des Materials. So wird die Geschichte der Ismailis anhand authentischer. Das Turkvolk hatte um 1000 die Religion Mohammeds angenommen und innerhalb weniger Jahrzehnte weite Teile Persiens und Mesopotamiens besetzt. Nach und nach gewannen die Fremden an politischem und militärischem Einfluss. Als selbsternannte Beschützer des Kalifen machten sie sich unentbehrlich. Ihrem Anführer, dem Sultan, entgeht nicht, was sich unter Hassans Regie zusammenbraut. Schon bald rückt das Heer vor bis nach Alamut, um das Widerstandsnest auszuräuchern. Trotz Übermacht müssen die Belagerer erfolglos abziehen. Eine bittere Niederlage. Hassan sinnt auf Rache.
Er weiß, wer hinter der Aktion steckt. Sein Erzfeind, der Wesir des Sultans. Am Abend versammelt der Dai seine Getreuen um sich, die Fidai. Junge Männer, die ihm blind gehorchen, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu opfern. Die Entscheidung ist gefallen. Der Auserwählte weiß, welches Schicksal ihn erwartet, welche Aufgabe der Meister ihm auferlegt. Tod dem Wesir, lautet der Auftrag. Hassans erstes Attentat im Namen der Religion. Am Morgen des 16. Oktober 1092. In einem kleinen Ort in Persien wartet der Todesbote aus Alamut auf seine Chance, verkleidet als Bettler. Der 80-jährige Nizam al-Mulk ahnt nichts von der Gefahr. Der hohe Staatsdiener kommt gerade von einer wichtigen Unterredung. Ein berühmter Mann, der sich Zeit seines Lebens um das Land verdient gemacht hat. Ungehindert nähert sich der Unbekannte, unter dem Vorwand, dem Wesir eine Bittschrift auszuhändigen. Auf den ersten Blick ein unverdächtiges Gesuch. Mit den Worten, im Namen Allahs, nimm den Gruß von Hassan al-Sabbah, ist die Tat vollbracht. Der Mord macht den Anführer der Ismailis mit einem Schlag berühmt und gefürchtet. Angeblich eingemeißelt in eine Ehrentafel, die Namen von Täter und Opfer. Hunderte sollen es geworden sein, nachweisen lässt sich jedoch nicht einmal ein Zehntel. Eines muss wirklich klar herausgestellt werden. Für die Verteidigung der eigenen Religion zu sterben, ist mit Sicherheit eine edle und gerechte Sache. Aber dafür zu töten, nein. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Reaktion auf Gewalt. In Bagdad haben sie bedeutende Religionsschulen etabliert. In den heiligen Hallen lehrten weise Männer Theologie und Rechtskunde, nach den Vorgaben der herrschenden Partei. Dort entfaltete sich auch das sunnitische Dogma, in dem Schiiten, besonders aber Ismailis, als Abtrünnige und Feinde des Islam dargestellt wurden. Millionen Bände füllten die riesigen Bibliotheken der Hauptstadt. Bücher über mathematische Fragen, literarische Werke aus unterschiedlichen Jahrhunderten und medizinische Abhandlungen gehörten zum festen Bestand der Ausbildungsstätten. Bagdad avancierte zum glanzvollen Zentrum der Wissenschaft. Auch wenn der Kalif offiziell an der Spitze des Reiches stand, war er kaum mehr als eine willfährige Marionette in den Händen der Seldschuken, seiner engen Verbündeten. Das Turkvolk hatte um 1000 die Religion Mohammeds angenommen und innerhalb weniger Jahrzehnte weite Teile Persiens und Mesopotamiens besetzt. Nach und nach gewannen die Fremden an politischem und militärischem Einfluss. Als selbsternannte Beschützer des Kalifen machten sie sich unentbehrlich. Ihrem Anführer, dem Sultan, entgeht nicht, was sich unter Hassans Regie zusammenbraut. Schon bald rückt das Heer vor bis nach Alamut, um das Widerstandsnest auszuräuchern. Trotz Übermacht müssen die Belagerer erfolglos abziehen. Eine bittere Niederlage. Hassan sinnt auf Rache. Er weiß, wer hinter der Aktion steckt. Sein Erzfeind, der Wesir des Sultans. Am Abend versammelt der Dai seine Getreuen um sich, die Fidai. Junge Männer, die ihm blind gehorchen, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu opfern. Die Entscheidung ist gefallen. Der Auserwählte weiß, welches Schicksal ihn erwartet, welche Aufgabe der Meister ihm auferlegt. Tod dem Wesir, lautet der Auftrag. Hassans erstes Attentat im Namen der Religion. Am Morgen des 16. Oktober 1092. In einem kleinen Ort in Persien wartet der Todesbote aus Alamut auf seine Chance,
verkleidet als Bettler. Der 80-jährige Nizam al-Mulk ahnt nichts von der Gefahr. Der hohe Staatsdiener kommt gerade von einer wichtigen Unterredung. Ein berühmter Mann, der sich Zeit seines Lebens um das Land verdient gemacht hat. Ungehindert nähert sich der Unbekannte, unter dem Vorwand, dem Wesir eine Bittschrift. Hoch über der Stadt ragt die Zitadelle in den Himmel. Hinter ihren Mauern residiert der mächtige Emir Ridwan. Er herrscht über die bedeutende Handelsmetropole und das nahe Umland. Syrien steckt in der Krise. Das Reich zerfallen in kleine Stadtstaaten. Die Fehden zwischen den Stammesfürsten finden kein Ende. Blutige Kleinkriege sind keine Seltenheit. Hassans Männer bieten sich Ridwan als Bündnispartner an und helfen, seine Rivalen zu beseitigen. Die Zweckgemeinschaft für den Emir ein Vorteil, der seine Macht stärkt. Im Gegenzug erlaubt er den ismailischen Einwanderern in Aleppo Propaganda zu betreiben. Auch für Syrien lautet ihre Devise, Festungen in Besitz zu nehmen und die Bevölkerung gezielt zu missionieren. Die wilde Berglandschaft im Norden scheint für den Zweck geradezu ideal. Doch es sollte 3 Jahrzehnte dauern, bis die Ismailis Fuß fassen. Erst um 1132 können sie eine Burg kaufen. Kadmus, erstanden von einem muslimischen Großgrundbesitzer. Weitere Folgen. Die Strategie, die sich schon in Persien bewährt hat, greift auch in Syrien. Eindringen, verschanzen, angreifen. An wichtigen Punkten stationieren die Assassinen, wie sie im Land heißen, mannstarke Kommandoeinheiten. Den größten Coup landen sie nahe der Kreuzritterfestung Krak de Chevalier in Masyaf. Das gewaltige Bauwerk, heute inmitten der Stadt, entreißen die Fremden einem reichen Gouverneur. Sie vertreiben den mächtigen Mann und machen das Gemäuer zum Hauptquartier des Geheimbundes. Masyafs berühmtester Bewohner wurde Sinan Rashid al-Din. Als der Alte vom Berge ging er in die europäischen Quellen ein. Um 1164 übernimmt er als Führer der Assassinen das Ruder. 30 Jahre lang leitet er erfolgreich die Geschicke der Ismailis in Syrien. Um seine Person ranken sich Legenden, die wesentlich zum schlechten Ruf der Gemeinschaft beitrugen. So soll er seine Leute zu unberechenbaren Killern trainiert haben. Auch forderte er die jungen Männer angeblich auf, bestimmte Regeln des Koran zu ignorieren. Der Überlieferung nach kannte der Terror unter seiner Ägide keine Grenzen. Unter den Mächtigen geht Angst um. Keiner weiß, wann und wo Sinan das nächste Mal zuschlagen lässt. Seine Attentäter dringen sogar bis in die Schlafgemächer vor. Die Schattenfiguren kommen auf leisen Sohlen. Nicht immer bringen sie den Tod. Manchmal. Denn wenn der Alte einen Fürsten aus dem Weg räumen will, schickt er seine Getreuen mit einem Dolch aus. Wir, wie auch die Sarazenen, nennen dieses Volk Assassinen. Aber die Herkunft des Namens kennen wir nicht. Den Grafen Heinrich aus der Champagne soll der Alte auf seiner Festung empfangen und mit einer besonderen Vorführung geschockt haben. Gehorsam bis in den Tod lautete eines der ungeschriebenen Gesetze des Männerbundes. Nur eine von vielen Legenden, die Faszination und Entsetzen zugleich auslösten. Bald wurde die Treue der Assassinen zum sprichwörtlichen Motiv europäischer Minnesänger. Troubadoure beschworen ihre angebeteten Damen. Ihr habt mich mehr in eurer Gewalt als der Alte seiner Assassinen. So wie sie ihm standhaft dienen, so habe ich Amor gedient, in unverbrüchlicher Treue. Doch nicht als Boten der Liebe, sondern des Todes gingen die Assassinen in die Geschichte ein. Ein Mythos war geboren. Die Freuden des Paradieses als Belohnung für einen Mord. Das soll der Alte seinen Anhängern versprochen haben.
Als Anreiz führte er ihnen die Gefilde der Seligen schon zu Lebzeiten vor Augen, berichten europäische Quellen. Setzte der Meister die jungen Männer zuvor unter Drogen? Machte er sie so für die gefährlichen Aufträge gefügig? Bisher pure Vermutung. Fest steht hingegen, die Assassinen gehörten zu den Ismailis, einer islamischen Glaubensgemeinschaft. Im Volksmund hießen sie auch Haschischin, die Haschischesser. Forscher glauben, daraus habe sich das Wort Assassinen abgeleitet. Die Kreuzfahrer haben den Begriff aufgeschnappt und dann in den verschiedenen Klangfarben europäischer Sprachen wiedergegeben, so wie Assassini, Assassini und Hessissini. Die Varianten gelangten schließlich nach Europa. Als Bezeichnung für eine geheimnisvolle orientalische Sekte. Erst viel später erhielt der Begriff die Bedeutung, die er heute noch in einigen europäischen Sprachen hat. Professionelle Killer. Tatsächlich war Cannabis die Hanfpflanze, aus der Haschisch gewonnen. Trotzdem waren es ausgerechnet die Christen im Orient, die den Assassinen Hunderte von Morden in die Schuhe schoben. Und das, obwohl sie selbst in jeder Schlacht Tausende von Menschenleben im Namen der Religion opferten. Die Furcht vor den Assassinen ließ sogar den sagenumwobenen Saladin erschauern. Der Sultan war gekommen, um die europäischen Krieger aus dem Land zu drängen. Während des Kampfes um Aleppo schickt Sinan seine Fidai aus. Doch der Anschlag misslingt. Im Handgemenge kommen die Attentäter um, wie fast immer. Als Vergeltung belagert Saladin die Festung Masyaf, muss aber unverrichteter Dinge wieder abziehen. Es dauerte noch bis 1273, bis der Stern des Geheimbundes in Syrien endgültig verlosch. Gegen Einfluss und Übermacht der Kalifen und ihrer Armeen hatte er letztlich keine Chance. Die ismailische Gemeinschaft blieb schutzlos zurück. Auch Alamut im fernen Persien war dem Untergang geweiht. Dort besiegelten 1256 die Mongolen das Schicksal der berüchtigten Organisation. Wie ein Orkan stürmten die Reiterhorden aus dem Osten durch das Land. Die Festungen der Ismailis leisteten erbitterten Widerstand. Erst nach 3 Jahren konnten die Soldaten des Khan den Hauptsitz hoch oben in den Bergen einnehmen. Ihre Zerstörungswut in jener Zeit ohne Beispiel. Ein gigantisches Feuer vernichtete weite Teile der Anlage bis auf die Grundmauern. Die wertvolle Bibliothek brannte lichterloh. Das Lebenswerk von Hasan Isrbach in Schutt und Asche. Mit Ausnahme einiger weniger Bücher. Gerettet von Juveini, dem Sekretär des mongolischen Eroberers. Der Sunnit erhielt die Erlaubnis, eine Auswahl der gesammelten Schriften mitzunehmen. Darunter auch Hassans Autobiografie. In der Bibliothek von Alamut fand Juveini sehr wichtige Quellen über das Leben der Gemeinschaft. Auf dieser Grundlage verfasste er seine Geschichte der Ismailis. Sie steht im Anhang seiner bekannten Chronik über die Eroberungen der Mongolen. Juvenis negative Schilderungen über Hasan Isrbach prägten mehr als 800 Jahre lang das Bild der Ismailis im Orient. In Europa festigte der weltreisende Marco Polo den Eindruck vom verruchten Leben der Assassinen. Die Miniaturen aus seinem Reisebericht »Das Buch der Wunder« zeigen den Paradiesgarten des Alten vom Berge in schillernden Farben. Er schreibt, der Meister versetzt seine